vorgestellt. GoToIT von Black Deck. Wie heißen sie? Black Deck Crew. So heißen sie, genau. Ja, recht herzlichen Dank an die Crew, dass die mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Ich stelle euch das Spiel heute vor. Ja, ihr managt im Endeffekt ein Softwarehaus, ein Systemhaus, nee, ein Systemhaus, nicht eher ein Softwarehaus und müsst dann schauen, wie ihr da weiterkommt. Starten wir rein in das Spiel. Das ist hier unser Charakter, den wir hier erstellen können. Igor Graymeister, das machen wir mal jetzt nicht, das machen wir mal einen Assreiter raus. Jo, dann kann man ja sagen, ob man Männlein, Weiblein oder was anderes ist, Buddy, etc. So ein paar Einstellungen kann man hier vornehmen. Ach, der sieht ja auch ganz nett aus, der junge Mann da. Ja, Nase kannst du ändern, Mund, Bart, Hipster, Accessoires, ach so, vier Gläser, vier Augen, also Brille. Ja. Autumn, Feld, Leaf, okay. Gibt's hier nur eine Farbe? Ne, die kann man wohl nicht. Da kann man nur durchblättern und dann die Farbe. Also, ja, wir können das ja mal hier mal gerade beim Bart machen. Da seht ihr das. Ne, so. Jetzt hätte ich noch gerne die Bartfarbe zu den Haarfarben, aber ich glaube, das geht gar nicht, weil kann das sein? Ne, das war schon, glaube, diesen hatten wir zum Anfang, den lassen wir dann auch so. Jo, dann nächstes. Ja, hier spezialisieren wir uns, in welche Richtung das hier gehen soll mit unserem Unternehmen oder unserem Background, wo wir herkommen. Entweder wir sind ein Spezialist. Wenn wir ein Spezialist sind, können wir Level Design besser machen oder Coding sind wir besser oder Management halt. Ja, ich glaube, wir sind Programmierer. Das heißt, wir können auch Coding am besten. Alternativ wäre, wir machen ein Startup Founder und Co. Das heißt, wir hätten einen zweiten, der das Unternehmen mit gegründet hat. Ja, dabei gibt es dann hier Pair Development. Das bedeutet, man ist besser bei der Entwicklung in Zusammenarbeit, wenn man zu zweit dran arbeitet. Dann gibt es noch einen Second Coworker, also noch ein weiteres Gründungsmitglied, würde ich jetzt sagen. Und hier Reactional Activities. Ach so, okay, dann könnt ihr das ja auch lesen hier, dann seht ihr, was das ist. Business ist natürlich dann auch nochmal, da seht ihr, dann ist hier natürlich das Bessere auch dann da noch. Und ja, Cash Reserves, da haben wir wohl mehr Geld. Hier haben wir Micromanagement. Und da gibt's, ach so, das ist eine Technologie, die man da noch dazu haben kann. Okay, und Manager. Ja, aber ich bin der Spezialist, ich möchte Coding können. Warte mal, wenn man das macht, geht's da hoch. Wenn man das macht, geht's nirgendwo hoch. Okay, der Businessman hat immer, ach so, jeder, ja, okay, alles klar. Und der Coder hier, das nehmen wir jetzt, fertig. So, das ist die Zeitära, wollen wir anfangen. 1991 passt schon, fangen wir ganz früh an. Ja, da könnte man jetzt hier, seht ihr dann, ne, ändern sich die Bildschirme im Hintergrund. Ne, tolle Design-Laptops gab es dann da schon und so weiter und so fort. Wir bleiben aber bei 91 stehen. Hier haben wir noch einen Röhrenmonitor. Ne, was haben wir hier? Walkman. Jojo ist das, glaube ich. Leckere Schokoriegel hier. Ja, noch eine Reite. Achso, wie heißt unser Unternehmen? ARS nennen wir so ganz einfach und fertig. Und dann sind wir schon da. So, das ist unser Spielbildschirm. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier oben eine Zeitleiste erstmal. Da ist momentan nichts drauf. Hier unterhalb der Wochentage kommen dann so kleine Symbole, wann was abläuft. Wir haben hier unser Geld. Wir haben gerade Arbeitszeit. Das ist das Datum und die Zeit, die da läuft. Das war jetzt interessant, ne? Die Zeit lief, obwohl der auf Stopp stand. Naja. Okay, hier kann man die Zeit beschleunigen, hier kann man einen Tag vorspulen, hier kann man die Musik ausmachen, die nie da ist. Oder, ja, habt ihr gerade ja die Jingles gehört. Hier, das sind wir halt. Mit unseren Punkten können wir auch mal größer machen hier. Ne? Wir sind gerade ziemlich happy. Wir haben Aushaltevermögen noch, also Stamina, Ausdauer haben wir noch. Durchhaltevermögen. Wir haben zurzeit beim Design 3 Punkte, wir haben beim Coding 6 Punkte und beim Management 3 Punkte. Ja. Hier sind ein bisschen Statistiken noch, ne? Was wir gemacht haben, geschafft haben.
Und da kann man den Charakter in Ferien schicken, wenn er eine Pause braucht. Und hier gibt es dann noch zusätzliche Dinge, die man ausrüsten kann. In diesem Fall zum Beispiel einen Laptop könnte man noch kaufen, kostet Geld, haben wir aber jetzt gerade nur 10.000. Man könnte jetzt hier da ein Sketchbook zum Beispiel kaufen, 500 wäre das sein. Das würde dann halt diese 10% beim Design schneller das Lernen, den Lerngeschwindigkeit erhöhen um 10%. So ist das. Gut. So, hier in der Mitte, ein bisschen Tutorial-like vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man das hier sehen, was wofür ist, ne? Wenn dieses rote PR-Symbol ist, hier vorne seht ihr das hinten bei den E-Mails, dann ist das halt ein Jobsangebot. Hier, das sind Aufträge in der Farbe. Je nachdem, wie gut die sind oder schlecht die sind oder so, lukrativer, nicht lukrativ. Hier gibt es Statistiken zu sehen und hier unten. Da geht irgendwas in der Welt sozusagen um, keine Ahnung, irgendwelche Computer-Highlights, keine Ahnung, dass, weiß ich nicht, vielleicht eine Maus entwickelt wurde. Nein, die gab es ja schon von Anfang an im Endeffekt, dass das ein anderes Betriebssystem gibt oder sowas. Jo, das war das. Dann haben wir hier das nächste. Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Ja, da sind wir jetzt sozusagen los hier. Da wird uns dann vorgeschlagen, dass wir mal den Tab hier oben, der da sitzt, besuchen sollen. Das machen wir doch mal dann. Und dann sieht man hier, dass man Reputation hat und Rumors. Also das sind Gerüchte. Und Reputation ist das Ansehen. Da kann man Projekte suchen, die man machen möchte. Und da kann man Kandidaten suchen. Hier Start a Forum Thread, da kann man also für kostenloses Geld sich ein bisschen, sag schon, bekannter machen. Gut. Gehen wir erstmal wieder zurück. Das war der zweite Punkt und Hot Project Offer Portfolio Project. So, jetzt sieht man, da wird uns ein Projekt angeboten. Da haben wir dann 276 Stunden Zeit, das fertig zu kriegen. Das ist aber nicht 276 Arbeitsstunden, sondern 270 Tagstunden sozusagen, also 24 Stunden pro Tag wird hier abgezählt. Ja, Designwertung ist gleich 0, also da braucht man nichts Design dran, ne? Da braucht man kein Management reinstecken, sondern nur Coding. Da wir ein Coder sind und das machen können, nehmen wir das an. So, jetzt seht ihr hier, ist der Auftrag da und da geht es jetzt darum, dass man hier, kann man nochmal auch größer machen wieder, also was zu leisten ist, das ist die Gesamtzeit. Das wäre Design, das ist Coding, das machen wir mit 54 und hier unten ist das Management. Ja, wir sind in der ersten Stufe des Auftrags sozusagen. Und hier unten sehen wir, wer daran arbeitet. Also, das ist jetzt der Ass-Reiter. Man könnte noch weitere hinzufügen, wenn man hat, haben wir aber nicht. Hier kann man noch dringend Überstunden reinbauen. Das heißt, da würde man immer länger an dem Auftrag arbeiten, als der normale Arbeitstag ist. Und hier gibt es dann noch halt so Bonusse, die man aber erkaufen muss. Ne? Kostet uns hier 10.000 und so weiter, seht ihr. Gut, da kann man den Auftrag auch canceln. Aber das wollen wir gerade nicht. Hier kann man halt das alles noch so ein bisschen sehen dann, ne? Was da unten gerade Overtime wäre jetzt aktuell, da kann man das direkt anwählen. Hier sehen wir, wer dran ist, da kann man auch dann weitere hinzufügen. Jo, hier unten gibt es eine Statistik, wenn man eigene Projekte macht, die wir sicherlich auch anlegen sollten. Zurzeit machen wir das. Wenn der durch ist, machen wir mal ein eigenes Projekt. Oder wir müssen gucken, ob was Passendes noch reinkommt. Hier können wir ein bisschen was sortieren dann, klar. Hier ist unser Office, da können wir sagen, wir wollen uns vergrößern. Ja, zurzeit sind wir halt im Wohnzimmer am Programmieren, würde ich jetzt sagen, und da können wir dann das ausbauen zu einer Garage. Da würden dann vier Leute dazukommen. Also vier Personen können wir einstellen, beziehungsweise mit uns, glaube ich, vier. Und so kann man expandieren. Ja, hier mal ein bisschen Statistiken, die man da sehen kann. Das ist jetzt Coding, geht es hier ganz viel drumherum. Kann man hier noch Filter setzen wahrscheinlich. Also das ist zurzeit sowieso nur Desktop-PC möglich. Und hier sind die Genres, beziehungsweise Genres sind es nicht, Quatsch, das sind, sondern ja, was das Entscheidende ist, hier Spieleentwicklung, Applikationen,
Webseiten machen oder Editoren, Marketplace und so weiß ich was. Ja, hier sieht man dann noch statistische Zahlen. Was haben wir hier? Ach so, hier können wir uns Geld leihen. Wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen im Endeffekt den Auftrag da fertig kriegen. Das ist das Entscheidende. Gut, hier kann man, wie gesagt, gelesene rausfiltern und sowas. Dann machen wir mal hier auf Stufe 1 und gucken, was passiert. Was sagt der da? Ah, er ist gut frisch von den Ferien. Gut, jetzt sieht man hier, dass die Zeit wegläuft und da kommen so Bumbles rüber, dass er jetzt gerade programmiert. Wenn man hier drauf geht, sieht man auch, wie sich sein Wert verbessert. Dadurch, dass man programmiert, kriegt man auch ein Level-Up sozusagen langsam. So, wir haben jetzt hier oben Sleeping, also er schläft jetzt, ne? Und er mag seinen Job. Jo, und dann geht die Zeit weiter. Und ja, jetzt ist er wieder am Arbeiten. Ihr seht, werden hier die Punkte verteilt. Wenn man drauf steht, das ist noch offen. Das sind Fehler und das ist fertig. Gut, läuft. So, im ersten Moment sieht das jetzt so aus, als ob es ziemlich langsam ist, langweilig ist, aber das entwickelt sich mit der Zeit schon noch. Wenn man halt ein paar Leute dabei hat und sowas, dann wird das schon noch ein bisschen spannender. Die Zeit muss man auch immer im Auge behalten, dass man das Spiel auch fertig kriegt. So, zweite Phase fängt an, also wir arbeiten schon die ersten Bugs raus. Naja, das macht man halt so lange, bis alles klar ist. Problem wird sein, wenn die Zeit abgelaufen ist und das Produkt oder was es auch immer ist, ist nicht fertig, dann kann man das vergessen, dann ja, kann es auch Strafen geben. Gut. Ja, jetzt ist er wieder am, ne, wir haben Wochenende sogar, okay. So, jetzt sieht man hier oben, was ich vorhin sagte, hier ist das die Zeit für das Projekt eingeblendet, wie lange es noch läuft sozusagen. Geht immer einen Tag weiter und so werden die Stunden hier ja weniger, ne? Aber wir werden das definitiv fertig kriegen, weil läuft ja noch. Jetzt müsste er da immer irgendwann aufstehen hier. Ich glaube 9 Uhr oder sowas geht's los. 5, 6, 7, 8. Ich glaube mit 9 Uhr geht's weiter, ne? Oh ne, der pennt die ganze Nacht oder was? Ach, IM und PM müssen wir daran denken, okay. Gut, Sleeping. So, jetzt geht's wieder los. Okay, wie ihr seht, das sind ja auch dann nicht einzelne Punkte, sondern in den Punkten steht immer eine Zahl drin, wie weit er dann fertig ist. Ja, das ist das. Jetzt haben wir noch ein bisschen was. Hier zwei müssen wir noch machen und dann müssen wir noch die 12 Bugs loswerden. So, nächste Runde ist dran. 9 und jetzt ist er fertig. So, machen wir mal gerade Pause. Die drei kennen wir schon. Jetzt haben wir hier eine Statistik von dem, was wir gemacht haben gerade. Wir sind fertig. Wir haben so viel Zeit gebraucht. So viel Zeit hatten wir über. Das waren 3 Runden, die wir dafür gebraucht haben. Wie schwierig die Aufgabe war im Endeffekt. Wie viel, ja, Tasks, wie viel, ja, Durchläufe wir gemacht haben sozusagen hier. Und wie viele Bugs wir gemacht haben. Hier gibt es dann Punkte dafür, wie ihr seht. Und so wird man dann auch besser. Hello Big Boss. Aha, jetzt kriegen wir hier eine neue Räumlichkeit angeboten. Okay. Das sind die Preise, die es da gibt. Das kennen wir aber doch schon, oder? Hatten wir ja schon hier oben gesehen auf dem Tab. Der ist jetzt nochmal, ach so, das ist sozusagen unser Tutorial. Da haben wir das Ganze nochmal. Ja, der wird dir dann erklärt, wie wichtig es ist, da reinzugucken und das zu gucken, wie weit wir da gekommen sind. Und so weiter und so fort. Und das letzte ist, da ist ein neues Projekt. Ja, 440 Stunden, das ist unser Coding. Eigentlich können wir es nur annehmen, ne? Sollten wir schaffen. Wir hatten eben 90. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden wir eben bei dem Projekt hatten, aber können das auch nochmal nachgucken. Ist ja ganz einfach hier. Ne, 162 oder sowas. Das war, ja.
90, ja, sollten wir auch schaffen, das nächste Projekt, denke ich mal. Dann machen wir das, starten wir das mal, ne? Er hat damit zu tun und wir lassen es wieder laufen. So. Dann, ja. Sehen wir wieder hier, wie es weitergeht. Deadline. Aber geht schon voran, ne? Werden wir schon hinkriegen. Ja. Was ist jetzt noch hier zu gucken? Achso, wir könnten jetzt mal gerade, während das zwar noch läuft, aber wir können das auch. So, jetzt können wir hier ein eigenes Projekt starten im Endeffekt. So, Desktop, da wird wohl irgendwann mal mehr kommen, wenn die Zeit da reif für ist. Hier sieht man auch. Okay, New Job. Aber wir sind jetzt hier, die Zeit läuft im Hintergrund weiter, ne? Aber ist auch egal. Hier kann man jetzt genau gucken, was braucht man für diese Sachen, ne? Hier braucht man die Design und Coding. Hier braucht man Design und Management. Hier braucht man Coding und Design. Management und Design. Management und Coding und Coding und Management. Da sieht man dann, was man da für diese Projekte braucht. Das muss man dann ein bisschen auswählen. Hier sieht man sich selber oder seine Arbeit, die dann da sind. Und das läuft. Gut. Jetzt hatten wir das hier eben neu gekriegt. So, da brauchen wir Management, wo wir nicht so gut sind. Den brauchen wir dann gar nicht nehmen. Im Endeffekt machen wir nicht und lassen das erstmal sein. Und da kommt schon der nächste Job wieder rein. Da geht es um Dingens, um Design. Wir haben ja den Job noch. Deswegen zwei oder drei Jobs dabei wäre einfach zu schwierig. So, hier sieht man natürlich auch immer, wie viel man da dran verdient, ne? Das ist jetzt ein kleiner Job, aber das Problem ist, man muss immer im Auge behalten, dass die Zeit auch abläuft, auch wenn man was anderes macht, ne? Deswegen ist es das jetzt hier nicht, ne? Gut. Ja, jetzt codet er wieder. Ach so, unseren Job. Ah, haben wir noch gar nichts gemacht. Das wollte ich doch machen, genau. So, wir sind ja Coding-mäßig unterwegs. Das wäre also. Das ist ein ausgeglichenes Ding. Design. Also, Design ist important. Coding ist important. Management. Management. Coding. Und Management. Hier ist Design und das. Wir wollen gucken, dass wir mal hier hinkommen, Design und Dingens. Deswegen machen wir erstmal Editoren. Und das ist hier. Das ist das Projektname, kann man auch selber eingeben. Wir lassen das aber mal so, wie es ist und starten das Ganze. So, wichtig ist jetzt, dass man hier ganz einfach sich rausext. Das wird jetzt gerade nicht gemacht, sondern das. So, wenn man jetzt aber den Job fertig hat und man hat keinen, dann macht man einfach an seinem Projekt weiter. Ja, hier gibt es eine Deadline, da nicht. Die Deadline kann man dann irgendwann hier oben mit Release selber setzen. Wenn man Release drückt, wird das Grundgerüst sozusagen nicht mehr weitergemacht, aber die Bugs und sowas, das wird natürlich noch ausgemerzt. So, da gibt es jetzt einen Job-Offer. Also Jack Long möchte gerne irgendwo anfangen, dann könnten wir jetzt ins Boot nehmen. Das sind seine Werte. Er ist also auch ein Coder, aber mehr auch nicht. Und 720 müssen wir immer bezahlen. Aber den möchten wir jetzt nicht. Wir haben auch gar keine Möglichkeiten. Das, warte, können wir nochmal zeigen. Accept ist ausgeraut, weil wir voll sind. Wir haben keinen Arbeitsplatz frei. So, hier geht es ja jetzt voran, wie man sieht. Läuft erstmal, ne? Wir können ein bisschen Speed up machen hier mal, damit er schneller wird. Sleeping. Jetzt geht's wieder los. So. Nächste Runde. Nächster Tag gleich. Nacht ist durch. Ja.
Okay, dein Job ist schon erledigt, oder was? Statistik hier. Die Zeit hatten wir über, das haben wir gemacht. Haben wir das Geld verdient? Hier unten sind die Punkte noch dazu. Ja, Hot Project. Das ist jetzt wirklich ein Hot Project, wie man sieht. Ja, da sieht man, hier ist eine Strafe, das können wir verdienen. Sind natürlich Top-Dinger, aber ich weiß nicht, ob wir das alleine hinkriegen würden. Ich glaube eher nicht, da müsste man schon Leute einstellen. Deswegen lassen wir das besser sein. Und hier starten wir jetzt, dass wir da drinne sind, ne? So, dann entwickeln wir unser eigenes. Jo, das ist das erst. Search for Projects. Okay, da sehen wir, haben wir mal ein gutes Ansehen. Können wir hier nochmal draufklicken. Man weiß aber nicht, ob das was bringt. Und wir müssen dann irgendwann mal überlegen, dass wir da weitermachen da unten. So, da geht es darum. 384, 108. Könnte man überlegen, ob man das machen möchte, ne? Schon eine längere Zeit. Wie viele Punkte haben wir da jetzt? Ein bisschen mehr wie 3. Könnte knapp werden, ne? Lassen wir vielleicht besser. Wir sind ja in unserem eigenen Ding dran. Ja, jetzt überlegen wir, was ist das denn jetzt hier? Reputation. Das hatten wir doch eben was bei 91, oder? So, da ist es jetzt am Steigen. Durch die Beliebtheit. Okay. Unser Ding läuft noch. Ist es hier jetzt? 3,4. Ja, und da muss man immer gucken, das läuft auch mal irgendwann ab, ne? Man kann jetzt hier zum Beispiel sagen, boah, ich schalte das mal aus hier. Da klickt man dann drauf und das auch. Dann macht er erst das Management, ne? Wird als erstes dann fertiggestellt. Ja. Dann bringt man nachher ein Spiel, zum Beispiel ein Spiel mit Bugs raus, aber es ist fertig gut, programmiert. Hat dann nur Designfehler oder sowas, ne? Bringt einen natürlich jetzt auch in dem Fall weiter, dass jetzt hier unser Punkte dabei steigen, ne? Wenn wir nur das machen, wie ihr seht. Das würde dann zum Beispiel nachher bedeuten, dass wir den vielleicht dann auch noch schaffen, wenn wir da schneller jetzt hier das Management den Level hochkriegen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, das ist wieder ein Job. Der kostet nur 540 Dollar, ist aber auch relativ schlecht. Wir packen da einfach was rein, ne? So, jetzt seht ihr, 5-1. Da möchte wieder einer anfangen. 610, solche Werte. Nicht so der Bringer, ne? Das seht ihr jetzt, already accepts this offer. Aber wir hatten ja eben einen Job, der ist jetzt weg, oder? Ja, der ist gar nicht mehr da, ne, oder? Ja, das ist der große Auftrag und der kleine, den wir da eben hatten, der ist schon weg, ne? Gut. Ja, dann bedeutet das, wir machen mal hier wieder auf, damit das weiterläuft, damit wir überall gleichmäßig das bekommen. Sind aber gerade am Schlafen. Was ist das? Salary Day. Okay, da sind dann die Sachen, die man dann, wenn man angestellt hat, zum Beispiel, dass man die Gelder bezahlen muss und sowas, ne? Gut. Der läuft noch, ne? Ja. Sleeping immer noch. Ah, jetzt geht's weiter. So, neuer Längens, neues Angebot, Coding. 950 soll der Gregorio Porter kosten. Aber den wollen wir auch nicht. Lassen wir weiterlaufen. Da wandern die Tage rüber. Ne? Was haben wir jetzt hier?
Income Day, okay. Das ist auch wichtig, dass man sein eigenes Projekt hat, weil da verdient man jeden Monat mit Geld auch, ne? Wenn man das Projekt halt verkauft. Gut. So, wir haben jetzt da oben das, aber eigentlich können wir das auch machen, dass wir einfach mal das Office ausbauen, ne, oder? Macht vielleicht Sinn. Komm, zack. Wir machen mal hier jetzt den Ausbau. Und jetzt können wir. Haben wir zwei Räume, ne? Gut. Und jetzt können wir hier mal reingucken. Den können wir noch akzeptieren dann. Machen wir mal. Dann haben wir den da auch. Und der ist jetzt auch schon automatisch hier drin, ne? Wie ihr seht. Jetzt kommen von beiden die Punkte da rein. Könnte der denn auch noch akzeptiert werden? Tatsächlich, der geht auch noch. Ist nur die Frage, womit würden wir so viel Geld verdienen jetzt? Sieht es bei ihm hier aus? 540, kommen den nehmen wir auch noch mit. Jetzt sind wir ausgelastet. Kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch. Jetzt würde ich sagen, coden wir den mal los. Jetzt bedeutet das hier. Den nehmen wir da raus und bei diesem Großprojekt sind sie jetzt alle dran, ne? Ja. So, alle sind da dran am Arbeiten. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den schaffen. Läuft auf jeden Fall schon, ne? Dieses Wochenende. Overtime könnte man anklicken. Creativity Boost und Rapid Development. Okay. Da kommen jetzt Punkte rein. Jetzt ist ja die Frage, muss ich das ausschalten oder kann ich das ausschalten und dann wird das andere mehr benutzt? Müsste man mal ausprobieren gerade. Wir können jetzt das auch so handhaben, dass wir sagen, er hier macht das nicht. Er macht das auch nicht, das Design, sondern das machen die beiden. Dann entwickeln wir die Designer halt hier weiter, ne? Ja. Gut, lassen wir mal so laufen. Ist natürlich jetzt hier mit dem Balken schwerer zu sehen, weil der viel größer ist, ne? Aber da kommen ja jetzt schon Punkte rein, ne? Hier sehen wir das ja besser. 114. Ja, sind nur einige Sachen da. Ich bin jetzt im Überlegen zu sagen, dass der hier, der Freddy, auch kein Design macht, sondern dass er hier nur den Design macht. Schwerpunkte setzen, ne? So, hier haben wir noch so ein Projekt. Jetzt könnte man das zum Beispiel sagen, gut, wir stellen einen ab, der macht dieses fertig und die anderen machen dann den anderen, aber das ist jetzt ein Großprojekt, da müssen wir doch vielleicht alle dran arbeiten. Sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich, aus. Das müssten wir schaffen. Wir können mal hier einen Speed-up machen. Klick. Er macht hier gar nichts, kann er sein. Wollen wir nochmal gucken. Warte mal. Kann man es hier auch ausschalten? Ja, kann man. Dann machen wir das auch so. Er macht nur das. Okay, wir mussten irgendwie Geld da bezahlen wohl. Oder war das Incoming? Weiß ich nicht. Okay, wir haben hier, oh. Wir haben keinen Platz frei, wir sind voll, ne? War noch einer. Okay. Und hier können wir wieder ein Projekt machen mit Management, wollen wir aber gar nicht. Lassen wir mal hier laufen. Also wenn es schneller läuft, seht ihr, dann blubben die Dinger da nicht rüber. Er bewegt sich nämlich auch ohne, seht ihr.
Ja, so ist das. Dann müssen wir so ein Projekt halt fertig kriegen und dann kommt wieder Geld in der Kassen, so kann man wieder was verbessern, ne? Ich habe jetzt mal nochmal schneller laufen lassen. Dann gucken wir mal, wie das hier so wird. Jetzt geht der Balken ja hier gleich weg. Können das mal hier beobachten nochmal. 200 Stunden da noch. Oder Stunden nicht, sondern Stufen eher. Ja. Funktioniert, ne? Aber hier sehe ich irgendwie nicht, dass sich da was tut. Oder ach doch, der ist ja schon in der zweiten Stufe dann. Aber, das wird jetzt nicht die zweite Stufe angepackt, weil wir insgesamt noch in der ersten sind wahrscheinlich. So, jetzt funktioniert es nämlich da auch erst wieder. Okay. Ja, das bedeutet, dass man dann vielleicht doch besser diese Person, die eben nur auf Design war hier, ist aber beides an, dann geht das auch, dann läuft's ja. Das so macht, ne? So, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter in Level 2. Wir müssen aber gucken, dass wir die Bugs ausmerzen, ne? Okay. Oh, da möchte einer schon nicht mehr für uns arbeiten, steht da. Gregor, ja. Na, schauen wir mal, ne? Neuer Job reingekommen. Also das Problem ist jetzt hier, dass man hier jetzt sozusagen ihm sagen kann, okay, managen wir den und geben dem hier auch mal ein paar 10% mehr oder sowas, ne? Dann freut er sich und bleibt bei uns, ne? Da muss man gucken, dass man das hinkriegt. Hier diese Person zum Beispiel ist ja auch so schlecht dran, auf Deutsch gesagt, ne? Und er ist auch nicht glücklich. Geben wir auch nochmal 10% mehr, ne? Gucken, was daraus wird. Die sind ja auch hart hier am Arbeiten, ne? Oh. Da jetzt mal guckt. Das ist fertig und hier ist der Level Design noch, ne? Okay, wieder eine neue Stufe. Ich glaube, wir müssen mal das obere nochmal anpacken, ne? Okay. Dann machen wir mal Überstunden, damit das fertig wird. Stufe 4 haben wir schon. Lass mal hier gerade nochmal das alles mit anmachen wieder. Dann läuft das vielleicht besser. Zeit ist gleich weg. Und wir haben es nicht geschafft. Das heißt, wir haben jetzt die Strafe gekriegt, wir haben kein Geld mehr. Und so funktioniert das Spiel dann im Endeffekt, ne? Muss man natürlich gucken, dass man es fertig kriegt. Und wenn man es nicht fertig kriegt, dann hat man eine schlechte Bewertung. So, das ist ein anderer Job. Da auch noch einer. So, hier haben wir jetzt, ne, die Failed-Bewertung. Wir mussten das hier reinhauen, sozusagen. Und wir haben es nicht geschafft. Ja, damit haben wir den ersten Eindruck von dem Spiel. Ist eigentlich ganz interessant. Man muss halt nur ein bisschen gucken, dass man mehr Leute hat und so, das Ganze managt, vielleicht zwei, drei Aufträge macht dann parallel. Ja, ist halt ein Ding für zwischendurch, würde ich jetzt mal sagen, ne? Jo, okay. Da würde ich jetzt sagen, sind wir erst durch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht das gerne. Und einen Daumen hoch, würde ich mich auch drüber freuen. Und wir sehen uns bei den anderen Projekten dann. Bis dann. Tschüss.